Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lenz TV natürlich mal wieder. Und unser SK Sturm spielt morgen gegen den SV Mattersburg in Graz-Liebenau. Alle Jahre wieder, die Mattersburger, sie sind einfach ein Arschgegner, auf gut steirisch gesagt. Was soll man machen? Mattersburg ist unangenehm zu bespielen. Sie sind auch so ein bisschen der Angstgegner unserer Schwarz-Weißen in den letzten Jahren, muss man fast schon sagen. Allerdings haben wir das erste Saisonspiel in Mattersburg gewonnen mit 3:2, also das erste Saisonduell. Dementsprechend könnte man natürlich mit breiter Brust auch auftreten. Man hat ja nicht zuletzt wirklich Werbung in eigener Sache gemacht mit einem souveränen 3:0 zu Hause gegen die Austria, die Wiener geputzt. Und naja, jetzt sollte man eigentlich vor Mattersburg keine Angst haben müssen. Die Heimbilanz habe ich zwar jetzt nicht genau im Kopf, aber ja, es ist glaube ich schon ein Stück weit her, seit wir Mattersburg zuletzt zu Hause besiegen konnten. Von dem her hoffe ich natürlich, dass man diese Bilanz etwas aufbessern kann. Ich erinnere mich so an die Vorsaison, da gab es zu Hause ein unglückliches Unentschieden, wo man sehr, sehr spät den Ausgleich kassierte und eine Heimniederlage sogar gegen den Abstiegsaspiranten. Und naja, da heißt es natürlich diesmal wach sein, ganz einfach. Man hat es gegen St. Pölten bewiesen, man kann auch gegen die sogenannten kleinen Clubs souverän spielen und eben auch gewinnen. Und jetzt heißt es das gegen Mattersburg genauso bestätigen. Wir sind ja nicht nur nach wie vor Spitzenreiter, sondern auch, ich würde es wie schon mehrfach erwähnt, wieder betonen, einfach gefestigter, habe ich für mich persönlich das Gefühl, als in der letzten Saison. Deswegen bin ich wirklich da guter Dinge, dass man auch den SVM da biegen kann im eigenen Stadion. Auch wenn wieder der ein oder andere ausfällt, Spendlofer ist ja wohl definitiv kein Thema. Thorsten Röcher, da weiß man noch nicht ganz, der wird wohl nicht fit genug noch sein, könnte notfalls aber eingesetzt werden wohl, wie man so hört, weil Danny Allah und auch Husbeck hinter beiden eben ein Fragezeichen da steht. Und naja, das ist natürlich ein sehr schwerer Ausfall, also alle beide, im Moment beide in sehr guter Form. Danny Allah nicht zuletzt gegen die Austria eine wirklich starke Leistung auch abgeliefert, genauso wie Husbeck natürlich auch. Und da hoffe ich natürlich wirklich, dass beide rechtzeitig fit genug sind für die Partie gegen Mattersburg. Bei Mattersburg soll ja auch der Major wieder back sein, also Stefan Meyerhofer. Man muss sich jetzt eben nicht ankacken, aber klar, der ist schon so eine kleine Motivationsspritze für die Mattersburger. Denn der ist natürlich so einer, der will jedes Spiel gewinnen und macht das auch eben mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln ganz klar deutlich. Aber bitteschön, wir müssen keine Angst haben, wir sind Sturm Graz, ist ja wieder eine Festung, Gott sei Dank geworden, und so soll es bitteschön auch bleiben. Die Mattersburger zuletzt, okay, auswärts zweimal ein Remis, glaube ich, sogar geholt, sind natürlich unangenehm, aber trotzdem, ohne Wenn und Aber, wir sind Sturm und da gibt's nichts zu diskutieren. In diesem Sinne schicke ich euch mit schwarz-weißen Grüßen raus in die Nacht. Euer Elias, auf die Schwarzen und bis dann. Ciao, ciao.